Kassel, 2006. Der Mord an Halid Yozgat ist die 9. und letzte Hinrichtung eines Migranten durch den NSU. Am Tatort hält sich zum Tatzeitpunkt ein V-Mann-Führer des hessischen Verfassungsschutzes auf. Doch der will nichts gesehen und nichts gehört haben. Für die Anwälte der Opferfamilie ist das nicht glaubhaft. Das ist undenkbar. Es ist absolut undenkbar. Die Räumlichkeiten sind so, dass man das sehen muss. Man kann dieses Geschäft nicht betreten und verlassen, ohne so etwas zu sehen. Die Akten offenbaren weitere Widersprüche jenes V-Mann-Führers Andreas Temme. In Vernehmungen präsentiert er unterschiedliche Versionen, warum er sich nicht als Tatortzeuge gemeldet hat. Und während alle anderen Zeugen im Café dumpfe Geräusche vernommen haben, sagt er, er habe nichts gehört. Ausgeprägte Verdachtsmomente aus Sicht der Opferfamilien. Nicht so aus Sicht der Bundesanwaltschaft, Deutschlands oberster Ermittlungsbehörde, die für die Anklage zuständig ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir nach all unseren intensiven Ermittlungen keine ausreichende Tatsachengrundlage dafür, gegen Temme den Vorwurf auch nur einer irgendwie gearteten Beteiligung an dieser Tat zu erheben. Die Nebenkläger sehen das ganz anders und sich in ihrer Arbeit behindert. Ein Beispiel. Zwar durften sie wichtige Ermittlungsakten in Karlsruhe einsehen und sich Notizen machen, doch weil es Persönlichkeitsrechte berühre, so die Bundesanwaltschaft, durften sie keine Kopien machen. Nur Kopien aber sind vor Gericht unangreifbar. Da entsteht der Eindruck, dass jemand, der für die Dienste tätig gewesen ist und nach wie vor ist, da einfach geschützt wird und abgeschirmt wird. Und das ist natürlich nicht dazu geeignet, das Vertrauen in die Aufklärungsarbeit zu stützen. Ja, die Bundesanwaltschaft will in diesem Verfahren die Aufklärung wirklich nicht leisten. Es werden Stellungnahmen abgegeben, die dahin gehen, das würde das Verfahren sprengen, man müsse dem nicht nachgehen, das habe für die Schuldfrage keine Bedeutung. Da ist null Bemühen da. Ungereimtheiten und Widersprüche beklagen auch andere NSU-Opferfamilien. Rund 25 Kilometer vom Tatort entfernt liegt dieses Bistro, die Scharfe Ecke in Reinertshagen. Nach Medienberichten soll V-Mann-Führer Temme hier mehrfach zu Gast gewesen sein. Und, wie ein Hinweisgeber kurz nach Bekanntwerden der NSU-Mordserie dem BKA berichtet, auch Anhänger der Hells Angels, Neonazis der verbotenen Organisation Blood and Honor und häufig sogar Uwe Mundlos. Eine neue Spur. Dass das BKA ihr nicht entschieden nachging, kritisiert ein Nebenklageanwalt scharf. Jeder Eingeweihte weiß, dass das Trio engste Verflechtungen zu Blood and Honor hatte. Von Blood and Honor mit Waffen versorgt wurde, mit Geldmitteln versorgt wurde, auf die Logistik zugreifen konnte und Unterschlupf fand. NSU und Blood and Honor, dass Hinweise zu ihrer engen Verflechtung nur zögerlich verfolgt worden seien, hält der Nebenkläger für ein womöglich fatales Versäumnis. Wenn die Sicherheitsbehörden weiterhin diese Hinweise so nachdrücklich ignorieren, riskieren sie tatsächlich, dass in Zukunft weitere Helfer, Unterstützer, Mitglieder eines solchen Netzwerks weitermorden. Die Bundesanwaltschaft weist den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Dem ZDF gegenüber erklärt sie, man gehe der Spur weiter nach. Nun, mehr als 2 Jahre nach dem Hinweis.